Trainer. Aber Link. Oh nein. Und ein Link gegen Link. Jetzt Link gegen Thomas, gespannt. Oh mein Gott. Okay, das ist natürlich interessant. Link Ditto. Oh je. So. Ja. Bjorn mit dem Oti-Skin. Uptail, Neutral Air. Mm. Ja. Was gibt's für die Matchup zu sagen, Jens? Es ist einfach so verwirrend. Es fühlt sich so ein bisschen an wie mit K-Rool, mit der Krone. Mit der Seite. Ja. Und schöner F-Match. Das reicht natürlich auch. Den Trick kennt leider jeder. Hat er gut gemacht. Down Air. Und ich bin gespannt, was wir mit den Bomben sehen werden. Ja, wie ich gerade gesagt habe, diesen Trick kennt leider jeder Link. Weißt du, woran ich denken musste? Ärzte hassen diesen Trick. So eine Werbung. Ärzte hassen diesen Trick. Diese Scam-Werbung. Schöner Tag hier. Von genau, das Ura. Ist natürlich die Standard-Recovery, die man können muss als Link. Mm. So, und da ist der Up-Air-Catch. Und das Game ist wieder relativ even. Mhm. Mm. Jure wieder zurück. Ja, beide schmeißen mit den Projectiles um sich. Und ja. Was will man sagen? Es ist immer noch ein sehr even Match. Beide Link wieder sehr patient, sehr spielen viel mit Projectiles. Oh, ist der Jablock? Oh, schön. Schöner Jablock. Er hat gesehen, der Boomerang kommt zurück und hat deswegen eine schnelle Option gewählt. Das hat sehr gut gemacht. Das ist auch mal so eine Mindgame-Sache, wo der Boomerang hingeht, jeder für den Sprung und hängt ihn nach unten oben, wie auch immer. Schön gekämpft. Wahrscheinlich aus Versehen, aber... Und da ist wieder die Abi. Auch Link auch ein Charakter, der ab irgendeinem Prozent mit allem killt. Die ganzen Tails killen ja irgendwann. Ja. Die Abi oder Schießen kommt. Oh, schöne Bombe hier. Bombe natürlich wieder auch. Schön hoch recovered. Mhm. Sieht man auch öfters mal bei guten Links, dass sie die Bombe recover nicht gegen die Stage, sondern einfach mal schön on-stage machst, weil da hast du schön wieder deine Stage-Control. Mhm. Absolut. Tja, und jetzt Waffy. Und jetzt wieder in Game hier. Waffy wieder zurück im Spiel. Jetzt geht's um die Wash. Wie ich vorhin gesagt habe, die Wash. Dropdown Noodle, ja. Jetzt. Was ein bisschen fehlt, das sind so die Bomb-Setups für die Ledge-Traps. So bei beiden. So, ich sehe sie kaum generell gerade. Die Ledge-Traps mit der Bombe, du kannst ja so viel machen. Wenn die Dobster auf der Bogen, kannst du ja so die Loot-Traps tanzen und sonst was. Das fehlt mir ein bisschen. Aber sonst. Schön Bomb-Recover hier. Und das ist natürlich essentiell, wenn du Link spielen willst, diese Bomb-Recoveries. Sehr schöne Worte. Und Vural mit dem 1-0. Ja, gut gespielt. Die deckt auch so schön viel ab, die Powerdead, muss ich sagen. Also wenn der erste Tick schön die obere Jump Range und das Landing vor der killt halt dann und hittet die, wenn du stehen bleibst. Finde ich super, einfach diese Powerdead ist strong und neutral. Definitiv, Link hat auf jeden Fall viele Tools, viel Range. Ja. Und ich würde auch sagen, viel Disjoint vor allem. Ich finde Links Stärke ist so zum Teil auch das Neutral, ist einfach strong. Ja. Ich meine, er kann Melee super viel machen und hat Projectiles. Absolut. Also auch auf Entfernung ist er. Hatte super gute Tools. Also ein sehr versatile Character. Was ist gerade? Oh, und ein Character Switch. So, tja, Waffy geswitcht auf Cloud. Scheinbar kein Match, das zählt. Nee, da hat irgendwas nicht gestimmt. Ich habe auch gehört, wie er sagt, dass sie wichtig ist. Irgendwas hat er wohl vergessen. Vielleicht Smashstick oder so. Wer weiß. Vielleicht Controls. Smashstick kann es ja nicht sein. Also mit. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwelche Controls. Wie auch immer. Würde mich auch interessieren, wie das Matchup ist. Hero, sage ich. Cloud gegen
Ich vermute mal, dass das Matchup leicht für Link ist. Aber minimal. Einfach weil du ihn Edge starten kannst mit der Bombe. Mhm. Aber halt das Neutral ist halt super gut als Cloud. Also. Ja klar. Also Cloud hat ein super Neutral. Ja. Wo es halt hängt, ist die Recovery ist super abusable. Ja. Wenn er eine gute Recovery hätte, wäre er für mich absolut. 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 Top Game, ja. Und ja. Aber der Counterpick scheint sich bezahlt zu machen. Also hier 115% auf Link. Limit ist voll, trifft aber leider nicht die Side B. Sieht schon mal ganz gut aus. Mm. Und was man auch sagen muss in so einem Matchup ist, du kannst Cloud nicht so einfach outcampen. Cloud kann in der Ecke stehen, Limit chargen und ja. Sehr schön die Roll-Up. Deswegen, ich denke, der Pick ist ein solider Counterpick gegen Link. Und ja. Oh, macht sich auf jeden Fall bezahlt bisher. Wollte wahrscheinlich B-Reverse, hat sich das hinbekommen. Aber ich muss sagen, sein Neutral sieht schon mal sehr, sehr gut aus mit der Becke. Mhm. Also, Ural scheint auf jeden Fall Probleme zu haben, jetzt hier gegen Cloud zu adapten von Woffy. Ja, er macht das aber auch sehr gut. Er spaced sehr schön gespaced mit dem Board. Da ist das, was ich gemeint habe. Du kannst Cloud nicht so einfach outcampen. Ja. Wobei du halt sagen musst, du kannst ihn schon spacen als Link, weil du halt eben deine Project halt hast. Also du musst jetzt nicht rein, weil du halt eben Project halt hast. Das heißt, diese Pressure hat schon ein bisschen weniger Wert. Schöner Crosslash into Dash Attack. Zurück on Stage, Back Air. Schöne Back Air von Ural. Und jetzt das Bombplay und da ist es! Sehr schön. Ja. Schöner Edgeguard von. Ledge-Trapping von. An der Stelle ist die Bombe so von Woffy. Das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe. Du kannst ja schön liegen lassen und warten. Mal gucken, was sie da machen. Das baitet auch manchmal ein Get-Up-Attack raus, weil die wegschlagen will. Der Gegner. Ja, aber das zweite Game sieht deutlich besser aus für Woffy. Sehr schöne Parries. Mhm. Die hittet er ziemlich gut. Ja. Spielen beide ein sehr solides Neutral. Ja. Ja, da muss er für die AP gehen. Hat er gut gemacht. Was auch ganz gut ist, dass du dein Limit manchmal nicht ganz auflädst, wenn du weißt, du könntest jetzt eventuell so disadvantaged sein, dass du einfach nicht ganz auflädst und offstage dann ganz auflädst. Ja. Dass du deine AP hast. Aber Ural adaptet sich mittlerweile sehr gut. Also der erste Stock ging klar an Woffy. Ja. Und so hat er jetzt schon die Lead. Und er hat schon getan. Ja. Schöne Kombo hier von Ural. Schöner Air Dodge. Beides abgedeckt. Die Parries sind natürlich gegen Swordies super gut. Trifft mit der Abi nicht und da. Mist, ganz knapp den Punch. Oh nein, die hat doch nicht ausgelöst, die Bombe. Ich glaube, die ist krass. Von selbst. Overtime. Und Woffy muss jetzt den Kill irgendwie finden, weil sonst wird es eng. 111%. Aber. 171% auf Ural, aber die Ecke reicht natürlich aus. Ja. Der Heartbeat. Jetzt die Frage, kann Woffy zurück ins Spiel finden? Findet er den Opener gegen Ural? Bislang noch nicht. Jetzt er muss ganz safe spielen. Ja. Er kann, wie gesagt, die Killing Tools sind super gut von ihm. Und da ist das schon eins. Ja. Bei 130. Und AP das von in den Gegensätzen des Stage Range. Und da ist schon wieder das nächste 2-0. Ich glaube, jedes Match war bis jetzt 2-0. Ja, klar.